Um meinen Freundeskreis zu organisieren, brauchte ich Zeit und viele freie Abende, denn ich war eine große Netzwerkerin und liebte es, Kontakte zu pflegen und Zeit mit Leuten zu verbringen, die ich eben nicht jeden Tag sah. Dann traf ich mich mit meinen drei besten Freundinnen, meinen Uni-Mädels, alten Kollegen und meinen Sportfreunden, sprach über leckerem Essen und bunten Cocktails, Liebesdinge, Erinnerungen, kleine Feindschaften und Geschäftsprojekte. Mats hätte sich zu Tode gelangweilt, hätte ich ihn zu diesen Verabredungen mitgenommen. Und vice versa. Ich hätte auch nicht daneben sitzen wollen, während er mit seinen Freunden übers Angeln sprach und mit den Kollegen an Computern herumschraubte. Vom allerersten Tag unserer Beziehung war klar, wir waren zwei Individuen, die beide bereits ein wunderbares, übervolles Leben und einen intakten Freundeskreis hatten. Nur weil wir uns entschieden hatten, künftig miteinander zu schlafen und samstags unsere gemeinsame Wohnung zu saugen, hieß das doch nicht, dass wir alle unsere Eigenheiten aufgaben oder dass Angeln dadurch plötzlich interessant wurde. Also gingen wir beide unserer Wege und genossen die wenige Zeit, die wir gemeinsam hatten, umso mehr. Mats und ich fanden das ganz normal und überhaupt nicht schlimm. Ganz im Gegensatz zu meinen Freundinnen. Bei uns würde das niemals gehen, sagte Lisa und wiederholte, niemals, niemals, niemals. Karlchen und ich, wir machen eigentlich alles zusammen. Das klang extrem, war aber nicht übertrieben. Sonntag sah man die beiden auf Händchen halten, durch Nordend bummeln, in ein interessantes Gespräch vertieft. Möglicherweise über die gemeinsame Zukunft und die Erziehung ihrer geplanten Kinder. Beim Sonntagsbrunch schnippelte Karlchen Gemüse für die Rohkostplatte, während Jo, Christine und ich etwas hilflos daneben standen und ihm Dobby den Hauself nannten. Wenn wir Mädels uns abends trafen, kam Lisa zwar ohne ihren an der Hand festgewachsenen Zwilling, doch das war auch schon das höchste Zugeständnis an ein eigenes Leben. Lisa und Karl gingen gemeinsam schwimmen, zusammen ins Kino und wurden auch gerne morgens um dieselbe Uhrzeit ganz natürlich nebeneinander wach. Wenn wir frei haben, wachen wir meistens so um 9 auf, sagte sie einmal, als wir darüber sprachen, dass Mats und ich häufig weder gleichzeitig ins Bett gingen, noch gleichzeitig wieder aufstanden. Selbst Karlchens Biorhythmus schlug also im selben Tag wie der seiner Frau. Vielleicht war das ja eine Einstellungsvoraussetzung gewesen. Und auch die biologische Uhr war unfehlbar aufeinander abgestimmt. Wir wussten schon im Studium, dass wir Kinder wollten, bekamen Jo, Christine und ich einmal erklärt. Und wir werden beide wissen, wann es für uns der richtige Zeitpunkt ist. Die beiden Singles lächelten dann und nickten. Und auch ich lächelte und nickte, obwohl ich eigentlich etwas ganz anderes dachte. Nämlich, dass es unfassbar schwer war, eine so große Entscheidung gemeinsam zu treffen. Ich war schon überfordert damit, mich alleine bereit für ein Kind zu fühlen, geschweige denn im Gleichschritt mit Mats, der ja ganz anders tickte. Auf der einen Seite machte mich diese absolute Paarheit von Lisa und Karlchen ein wenig aggressiv. Auf der anderen Seite kam ich regelmäßig traurig von einem Treffen mit den beiden perfekten Eheleuten nach Hause und fauchte Mats an, warum wir eigentlich kein solches Paar waren. Das würdest du doch überhaupt nicht wollen, sagte er dann und unterdrückte ein Lachen. Wir machen dies, wir machen das. Du würdest dich doch zu Tode mit mir langweilen. Insgeheim wusste ich, dass er recht hatte. Vor allem, weil es immer stark nach Kompromiss roch, wenn zwei sich bei allem einig waren. Doch so viel Verwirrung standzuhalten und dabei nicht das eigene, von anderen oft fast schon als hippieartig empfundene Lebenskonzept in Frage zu stellen, war schon ein Kraftakt. Vor allem, weil wir quasi die einzigen in unserem Freundes- und Familienkreis waren, die unsere Beziehung so handhabten. Und deshalb auch von dort herzlich wenig Verständnis bekamen. Weihnachten feierten wir aus Prinzip getrennt. Wir hatten beide alleinstehende Eltern. An Ostern bei Sonntagskaffee-Einladungen und anderen Anlässen saß ich ebenfalls meistens alleine bei meiner Mutter auf der Couch. Matzes Angeln, wiederholte ich dann gebetsmühlenartig, weil ich von wirklich jedem gefragt wurde, wo denn meine bessere Hälfte sei. Bessere Hälfte von wegen? Als ob wir in unserer Paarheit nur zu zweit vollständig erscheinen konnten. Ich fand ja immer, dass es viel mehr bedeutete, dass ich alleine kam. Leute, die nur im Doppelpack bei solchen Veranstaltungen auftauchten, waren doch fast schon
grundverdächtig. Denn alles an ihnen strahlte die große Unsicherheit aus, alleine nicht vollständig zu sein. Irgendwie ungenügend. Manchmal hatte Mats auch gar keine wirkliche Ausrede. Und ich war stolz darauf, dass er auch keine brauchte. Dann lag er einfach alleine daheim auf der Couch, während ich bei meiner Familie war. Er streckte alle Viere von sich und erholte sich von seiner anstrengenden Arbeitswoche. Diesen Luxus ließ ich ihm, denn ich fand, das gehörte zur Liebe dazu. Dem anderen Zeit für sich zu geben und auch faul sein, gönnen zu können. Das machten wir vor allem dann so, wenn es nicht um Geburtstage, Anlässe oder sonst etwas ging, sondern sich die Familie einfach mal wieder um einen Tisch versammelte und verbal aufeinander einhackte. Da beneidete ich ihn manchmal fast um die von mir geschenkte Freiheit. Dabei mochte Mats meine Familie gern, denn sie war in ihrer Gesamtheit wie eine noch lautere, mehrköpfige, vorwurfsvollere Version von mir. Klingt gut, oder? Seine freie Zeit mochte er allerdings auch sehr und ich stellte ihn nicht vor die Wahl. Ich glaubte ganz fest an dieses Beziehungskonzept, das wir da praktizierten. Immerhin musste ich 31 werden, um zu entdecken, dass ich auch in einer Beziehung völlig ich selbst sein konnte. Und dass das für mich offenbar der einzige Weg war, mit einem anderen Menschen glücklich zu sein. Würde ich doch irgendwann mal heiraten, vielleicht sogar diesen wunderbaren, 3 Tage bärtigen Mann, würde ich das so beibehalten, denn es funktionierte für 2 freiheitsliebende Geister wie Mats und mich, die viel Zeit für sich selbst brauchten und die Individualität des anderen feierten. Ehrlich gesagt hatte ich auch ein bisschen Angst davor, was passieren würde, wenn Ehemänner wie Karlchen und andere in 20 Jahren morgens wach wurden und plötzlich feststellten, dass sie ihr halbes Leben lang die eigenen Wünsche ignoriert hatten, nur um mit ihrer Frau dieses perfekte Paar zu bilden. Ein Ex-Freund hatte vor Jahren mal während unserer Beziehung zu mir gesagt, wir sind immer einer Meinung, mein Schatz, deine Meinung. Das hatte mich zutiefst getroffen und schockiert. Und ich hatte mir vorgenommen, beim nächsten Mal alles ganz anders zu handhaben. Da zumindest waren Mats und ich uns einig. Es gelang uns.